Willkommen zu Folge 13. Wir sind in Zoras, im Zora-Fluss hier, oder in diesem Labyrinth Zora-Fluss nennt sich das, oder Zoras-Fluss. Und das ist dann sehr wahrscheinlich der Weg in Zoras Reich, wo uns die Salia verraten hat, dass da der nächste heilige Stein des Wassers zu finden ist. Und dementsprechend hören wir uns doch mal an, was unser Eulenboy hier, unsere stetige Hilfe neben Salia, uns noch zu erzählen hat. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden. Ja. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Okay, danke für den Tipp. Zeldas Wiegenlied wird uns also in Zoras Reich führen. Aber wir müssen erstmal dann hier dieses Labyrinth Zoras Fluss lösen. Wo wir auch wenn wir auch zu einem früheren Zeitpunkt hier langgelaufen wären, hätten wir ja gar nicht durchgekonnt mit diesen Steinen. Dafür braucht man ja offensichtlich eine Bombe. Wow. Eine Skulptur. Und sie fällt wieder auf mich drauf und ich verliere Leben. Bitte. Wie viel haben wir jetzt? 19. Ich freue mich schon auf die 20. Dann können wir nämlich, ich vermute, 300 Rubine tragen. Oder wir kriegen irgendeinen anderen schönen Schatz. Oh, da hinten ist ein Huhn. Das ist auf jeden Fall schon mal auffällig. Hier ist Magie. Können da auch Herzen drunter sein unter den Steinen eigentlich? Oh, eine Bombe. Ja, die nehmen wir mit. Dekokerne. Ne, Herzen können. Ja, vielleicht. Hat nur Pech vielleicht. So, was haben wir hier? Ach, schau mal an. Hier können wir unsere Käfer loswerden. Geil. Und was ist mit dir? Richtiges Krümelmonster. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie gehen nicht besonders gut. Wie wäre es? 10 Rubine das Stück? Ja, klar. Wundererbsen. Es gibt eine Menge Orte, an denen man die Wundererbsen pflanzen kann. Suche nach einem weichen Fleckchen Erde. Ach, hier rechts. 20 das Stück. Wären ja mal teurer. Ja, wir müssen ein paar Rubine mal ausgeben. Und wenn wir uns ein paar von diesen Wundererbsen hier holen, dann, das kann bestimmt nicht schaden. Die werden wir sicherlich irgendwie mal brauchen. Ach so, weil sie werden immer beliebter. Okay, jetzt verstehe ich das. Deswegen werden die auch immer teurer. Ja, wir kaufen uns mal, weiß nicht. Gehen weg wie warme Semmeln. Ja. So, wir kaufen uns mal hier vier Stück. Dann haben wir immer noch 100 Rubine. Dann haben wir auch wieder Platz, so Rubine zu sammeln. Jetzt ist die Frage, werden wir das hier reinpacken oder werden wir hier erstmal Käfer reinpacken? Erstmal ein Käferchen. Ich weiß gar nicht, ob in jedem Erdloch eine Skulptula ist. Bin ich mir gar nicht so sicher. Komm. Ich sammle die mal schnell wieder ein. Irgendwie hat das nicht geklappt. Ist das ein Erdloch, wo man zwangsweise eine Wundererbse reinpacken muss? Kann ich mir nicht vorstellen. Komm schon. Da muss eine Skulptula rauskommen. Nee. Ach, krass. Na gut, dann packen wir da mal eine Wundererbse rein. Dann, was wäre denn? Das machen wir doch mal. Das ist wahrscheinlich, um zu zeigen, um zu demonstrieren, was dann passiert, ne? Direkt hier das Loch für so eine Wundererbse. Was passiert denn dann? Okay. Aber so wirklich helfen kann sie uns jetzt nicht, ne? Ich habe gedacht, die wächst jetzt so schön nach oben, damit man... Ach, das Huhn müssen wir noch... Das Huhn nehmen wir mal mit. Das wird eine Bedeutung haben hier, dass wir das... Ich habe gedacht, die wächst jetzt so wie in diesem Gebrüder Grimm-Märchen oder was? Wächst da jetzt schön irgendwie... Oh, was ist das denn? Wächst da jetzt eine Pflanze in den Himmel, habe ich gedacht. Oh, da hinten ist ein Herzcontainer. Seht ihr das? Ein Herzteil. Hier kommen wir nicht hoch. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Huhn irgendwo hinfliegen, ne? Gut, dass wir es mitgenommen haben. Links ist auch nichts mehr. Ganz schön nervös, das Hühnchen, ne? Zu Recht. Kommen wir da hin mit dem Huhn?
Was meint ihr? Nee. Okay, ich hatte gedacht, dass das sei der Trick, habe ich gedacht. In dem Wasser verliert man das. Okay. Na gut. Oh. Oh, ein Zwanni. Okay, Navi will uns was sagen, oder? Oh, scheiße. Dann kriegen wir das, den Herzcontainer wahrscheinlich erst zu einem anderen Zeitpunkt. Beziehungsweise dieses Herzteil. Ja. Was willst du uns denn sagen? Hey. Ja. Bist du müde? Ich jedenfalls bin hundemüde. Warum machen wir nicht eine Pause und ruhen uns aus? Drücke Start und speichere. Ach, sie will uns daran erinnern, dass wir hin und wieder mal speichern sollten. Ja, dann speichern wir halt mal kurz. Ist in Ordnung. Aber wie kommen wir hier weiter? Ach, da hinten. Okay. Ja, das Huhn brauchen wir anscheinend nicht, ne? Ich hätte gedacht, dass man das bestimmt irgendwie braucht, um irgendwo hinzufliegen. Sollen wir uns das noch holen? Boah, wie viele halten die aus? Krass. Oh, drei Herzchen. Ja, immerhin. Die halten vier Schläge aus. Heftig. Was ist da? Seht ihr den Frosch? Ist der böse oder gut? Was macht man mit dem? Der ist doch... Das ist doch irgendwie ein Rätsel oder so. Kann mir doch keiner erzählen. Na gut. Wir merken uns, dass hier ein Frosch ist und schauen einfach mal weiter. Ich hätte gedacht, hier gibt es irgendwie mehr zu entdecken, oder? Was meint ihr? Was haben wir denn hier? Hier ist einfach nur diese Barriere. Ja gut, es gibt natürlich ein Herzteil hier, wo wir jetzt irgendwie nicht rumgekommen sind. Was ist das hier? Ein einzelner Stein? Was ist der denn gut? Da sind ein paar Steine im Wasser. Da ist noch so ein komischer Tintenfisch. Okay, also es gab hier einen Herzcontainer zu entdecken, den wir nicht, ja, an den wir noch nicht rankommen anscheinend. Dafür braucht man das Hühnchen, oder? Leute, hier kann man noch rüberfliegen. Kann mir noch keiner erzählen. Komm, wir holen uns das Huhn. Das kann mir keiner... Oh! Da höre ich auch eine Skulptur irgendwo. Da. Wahrscheinlich auch wieder nur bei Nacht. Wahrscheinlich auch nur bei Nacht. Das wird unsere 20. sein. Oh, wie spannend. Dann können wir einen weiteren Fluch brechen im Skulpturhaus. Ha, schön. Ist die Frage, ob wir das jetzt schon machen wollen. Ah, hier muss man wahrscheinlich das Wiegenlied dann spielen. Ah, ne, hier. Oder? Ah ja, da ist auch dieses Symbol. Okay. Okay, bevor wir das Wiegenlied spielen und in Zoras Reich eintreten. Oh no, was habe ich gemacht? So, wir gehen nochmal hier. So, hier lang. Wir holen uns auch das Hühnchen, um diesen Herzcontainer da zu kriegen. Oder dieses Herzteil. Ich sage immer Herzcontainer. Den zweiten... Ja, akzeptieren wir einfach, dass wir den noch nicht kriegen wahrscheinlich, ne? Aber hier bin ich mir sehr sicher, dass wir das mit dem Hühnchen hinkriegen werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist das hier jetzt eigentlich eine Abkürzung zurück? Ja, ist es. Okay, nice. Ah, das Hühnchen ist immer noch da. Ja, das ist auch, dass das auch nicht die Position resettet sozusagen, das ist auch ein sehr starkes Indiz dafür, dass man das noch braucht. Nehmen wir das mal mit. Weichen hier schlank aus. Ich hoffe, dass wir müssen das wahrscheinlich... Ah, von da oben. Von da oben können wir rüberfliegen. Kommen wir da irgendwie hoch? Ich habe nicht so richtig drauf geachtet. Das müssen wir jetzt hier so rüberschmeißen. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich auch übers Wasser schmeißen, ne? No. Ah, okay. Komm her. Komm her. Kann ich dich im Wasser nicht aufheben? Nein, wo bist du?
Dann resettet es also. Ach, krass. Ah, okay, wenn man es ins Wasser schmeißt, resettet es. Bitter. Ja, da hoch kommen wir noch nicht, ne? Um da irgendwie zum Herzteil. Okay, dann machen wir Folgendes. Ich hole nochmal das Hühnchen und mach das mal offscreen und gehe mit dem Hühnchen zu der Stelle, wo wir halt jetzt auch vermuten, dass man da zum Herzteil fliegen kann. Okay? Bis gleich, Leute. Okay. Okay, ich bin wieder da. Ich habe jetzt hier offscreen das Hühnchen bis zu diesem Herzcontainer getragen. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier rüberfliegen können. Ich hoffe, dass meine Theorie sich bestätigt, dass wir so dieses... Jawollo. Dafür war das halt da, ne? Man musste das über einige Schwierigkeiten, einige Ebenen tragen, dieses Hühnchen, um dann diesen hier zu kriegen. Okay, sehr gut. Oh, jetzt haben wir auch 7 Herzen, ne? Ja, das war wieder mal ein 4. Herzteil. Perfekt. Sehr, sehr geil. Jetzt können wir in Zoras Reich eintreten. Haben hier eine goldene Skulptur abgestaut. Haben unser siebtes Herz. Sehr, sehr geil. Wir sind sehr gut gewappnet. Ich glaube, wir haben auch schon sehr, sehr viel eingesammelt, was wir einsammeln konnten. Dann spielen wir doch mal hier Zeldas Wiegenlied. Nice. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das beim ersten Versuch hinkriege. Ach, habe ich auch nicht. Das war Eponas Lied. Shit. Wie geht denn nochmal Zeldas Wiegenlied? XAY war das, okay. Ja. Fail. Okay. Jetzt müsste sich dann wahrscheinlich hier dieser Wasserfall spalten und wir können da. Geil. Ja. Cool gemacht. Boah, coole Kameraeinstellung auch. Hammer. Sehr, sehr geiles Spiel. Cooler Geheimgang hier, hinter so einem Wasserfall. Man muss beweisen, dass man... Hui! Schön. Zoras Reich. Also diese Wasserwesen heißen halt Zora. Oder sie nennen sich Zoras. Land der Zoras, genau. Da gehen wir doch direkt mal hin und sprechen mal einen an. Guck mal, diese spitzen Nase. Sie sehen auch so ein bisschen fies aus, ne? Aber ja, wer seid ihr? Wir sind die Zoras, das stolze hylianische Amphibiengeschlecht. So, ihr behauptet, ein Angehöriger von Hyrules königlicher Familie zu sein. Nun denn, was wollt ihr von uns? Ach so, mehr hast du nichts zu sagen? Oh, da ist noch einer. Kann man den irgendwie anquatschen? Nee, ne? Na gut, dann gehen wir erstmal so weiter. Oh, warte mal, kommt der hier? Ah, jetzt. Ah, man kann den im Wasser anquatschen. Alles Wasser in Hyrule entspringt Zoras Quelle. Das Wasser fließt durch den Zora-Fluss und schließlich in den Hylia-See im Süden Hyrules. Ah, okay. Also hat so eine kleine Info, dass südlich der Ebene wahrscheinlich, dass man da zu dem Hylia-See kommt. Okay. Dann wissen wir das auch schon mal. Ja, so eine Wassergrotte hier, ne? So, was haben wir hier? Vor dir liegt König Zoras Thronsaal. Betritt ihn ehrfürchtig. Also links geht es direkt schon zum Thronsaal. Und ich glaube, ja, König Zora hat dann halt auch für uns den Wasserstein direkt und schenkt ihn uns einfach so. Wir versuchen natürlich, bevor wir da hingehen, noch ganz kurz hier ein bisschen das Reich der Zoras auch zu erforschen. Ne? Ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Was ist das hier? Zoras Laden. Heute im Angebot Fisch. Gucken, was es im Laden so zu kaufen gibt. Schauen wir uns auch an. Was hast du hier für uns? Aus Zoras Quelle entspringt der Fluss. Die Quelle ist auch die Residenz von Lord Jabu Jabu. Er ist ein Schutzheiliger der Zoras. Prinzessin Ruto sorgt täglich für seine Nahrung. Okay. Da hinten könnte man wahrscheinlich Fische sammeln mit der Flasche, wenn man das wollen würde. Hier sind auch Fackeln. Ich bin auch schon wieder getriggert hier, dass man alle Fackeln anzünden muss. Ah, hier ist auch noch ein Weg hinter einem... Ah, hier sind auch 2 Fackeln. Safe, Leute. Und wir haben ja auch diese Feuermagie von... Deans Feuermagie, ne? Haben wir von der Fee bekommen. Also... Sowas von werde ich hier gleich, nachdem wir Zoras Laden... Ah, hier. Noch einer zum Quatschen. Ist noch eine gute Info für uns? Wir dienen dem mächtigen König Zora. Achso. Oh, was ist da unten? Seht ihr das?
Da unten ist irgendein Geheimgang. Habt ihr bereits Lord Jabu Jabu kennengelernt? Nein. Oh, wie bedauerlich. Jeder, der unser Reich besucht, sollte wenigstens einmal um eine Audienz bei ihm ersuchen. Direkt hinter dem Thron des mächtigen Königs befindet sich Zoras Quelle. Dort lebt er. Okay. Fehlt euch aber König Zoras Erlaubnis, könnt ihr die Quelle nicht betreten. Okay. Wie kommt man denn hier in den Geheimgang? Dafür muss man tiefer tauchen können, ne? Da braucht man wahrscheinlich irgendwie so eine Art Zora-Flossen oder... Okay, cool. Da unten, das merken wir uns mal. Dann gehen wir jetzt mal in den Zora-Laden. Und danach zünden wir alle Laternen an. Ich wollte eigentlich einen Fisch kaufen, aber er ist ein bisschen zu teuer. Da muss ich wohl einen der Fische fangen, die hier rumschwimmen. Ja. So, was hast du denn so im Angebot? Willkommen. Dekonüsse für einen 15er. 200 kostet ein Fisch. Rotes Elixier. Pfeile. Dafür brauchen wir halt einen Bogen, ne? Ein Herz. Zoras Rüstung. Eine praktische Rüstung der Zoras, die nur Erwachsenen passt. Mit ihr kann man unter Wasser atmen. Geil. Für 300. Ja, da müssen wir auf jeden Fall goldene Skulpturas sammeln. Weil wir können ja nur bis 200 aktuell. Ja, okay. Wir machen mal hier Feuer. Hier ist ja irgendwo... Brennt hier irgendwo eine Quelle? Vielleicht im Thronsaal? Da brennt auch keine. Ja, okay, komm, wir benutzen mal Dienst Feuermagie. Wollen wir auch mal sehen, ne? Wir legen uns das mal auf den ersten Slot hier. Da machen wir einfach mal an. Mal gucken, was passiert. Kame, Hame, Ha! Okay. Hat uns so ein Viertel der Magie gekostet, okay. Dann gehen wir mal den Dekostab auf Y. Und dann laufen wir mal los. Dann zünden wir mal ein bisschen was an hier. So, erstmal den hier. Dann kurz einstecken, damit er uns nicht abfackelt. Wieder rausholen und weiter. Das gleiche werden wir jetzt hier machen. Und da links hinter dem Wasserfall. So, kurz einstecken. Und weiter. Geht der jetzt aus? Nee, oder? Wenn wir hier nah genug an der Wand gehen. Eins und zwei. Hat original gar nichts gebracht. Läbsch. Jetzt schwören können, das bringt was. Ist hier noch irgendwo eine Fackel? Hast du noch eine interessante Info? Wir haben Prinzessin Ruto immer noch nicht gefunden. Obwohl wir sogar am Hylia-See suchten. Okay, die ist also verschwunden. Okay. Und die Fackeln gehen auch mit der Zeit aus. Das heißt, man hat ein gewisses Zeitfenster, wo man die anzünden kann. Ja, okay. Ja, okay. Die ist auch aus. Vielleicht muss man die dann alle in einem gewissen Zeitfenster anzünden. Das testen wir nochmal und dann besuchen wir König Zora. Ah, hier finden wir noch immer wieder Dekostäbe. Ja, ja, die wollen das. Die wollen das, Leute. Ist die denn noch an? Ah, die ist noch an. Okay. Also Magie muss man nur einmal benutzen. Dann schauen wir doch nochmal. Dann laufen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch. Und riskieren einfach mal, den nicht einzustecken. Oder halt nur nach dem da hinten. Das schaffen wir doch wohl. Einstecken, rausholen. Ja. Auf geht's. Komm, wir schaffen das. Hat nichts gebracht. Wahnsinn. Das kann ich kaum glauben. Na gut, akzeptieren wir erstmal so. Dann gehen wir jetzt mal zu König Zora und gucken, was hier Ambach ist im Zoras Reich. Und ob wir eine Audienz kriegen, um da hinten zu dieser heiligen Quelle zu können und Lord Jabu Jabu uns anzuschauen. Oh, wie sieht der denn aus? König Zoras Thronsaal. Betritt die Plattform, um mit dem König zu sprechen. Okay. Was ist hier? Ich will immer so chronologisch erstmal alles abgehen. Extrem-Klippenspringen. Bist du am Klippenspringen interessiert? Ja, sicher. Kann man da was gewinnen? Hey, Kumpel. Unser Tauchspiel kostet 20 Rubine. Macht ihr mit? Ja. Sammelt alle Steine ein, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzte Zeit. Sind alle eingesammelt, kommt hierher zurück, dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Okay.
Okay, da müssen wir ein bisschen tauchen. Auf 5 Steine kann man. Ist ja fair, die Zeit, wenn man sich nicht vertaucht. Die machen auch so kleine Luftbläschen an der Oberfläche, damit man weiß, wo man runter muss. Oh, relativ easy. Ich habe was Tolles für euch. Okay. Da, was wird das sein? Herzcontainer? Also Herzteil? Das wäre ein bisschen zu viel des Guten, oder? Das war recht easy. Gut, man muss halt. Ja, man muss halt am König, an dem offensichtlichen. Geil, ich will mit dem König reden. Da muss man halt erstmal stark bleiben und dran vorbei, aber das war doch jetzt nicht schwierig. War geil, ne? Von so oben so ins Wasser zu springen, sah irgendwie cool aus. Was hat er denn jetzt für uns? Mal schauen. So. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier, nehmt das als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe der Zoras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Ja, moin! Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Dann können wir vielleicht auch schon in diesen Geheimgang da rein. Oh, das triggert mich jetzt so hart. Ja, okay, komm, wir gehen erstmal. Wir machen jetzt wieder die Main Quest. Ja, wir sprechen mit dem König. Komm. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto. Wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Das war's? Komm schon. Das war's? Aber eine Audienz kriegen wir jetzt nicht, ne? Ja. Toll. Na gut. Dann ist es vielleicht doch Hauptaufgabe, dieses Klippenspringen zu meistern. Und da unten in dieses Loch zu tauchen. Ja, da muss man die Silberschuppe wohl kriegen. Da machen wir das doch mal. Hopsasser. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir das hier hinkriegen. Yes. Okay, okay, okay. Was ist jetzt? Hyliasee? Das ist eine Abkürzung zum Hyliasee. Da ist eine Flasche. Abkürzung. Ich bin ein Zora. Habt ihr nicht manch Seltsames in diesem See gefunden? Der Fluss trägt vieles hierher. Ja, die Flasche da zum Beispiel. Ne? Ach, guck mal da unten. Komm ich da dran? Ich komme da dran. Wie geil. Was ist es? Eine Flasche. Fülle etwas hinein und verwende sie. Oh, da ist ja bereits was drin. Geil, Leute, die dritte Flasche. Das ist so ein Shortcut zum Hyliasee. Da unten ist dann irgendwie eine Art Wassertempel oder was? Wie geil. Ja, cool gemacht. Richtig cool. Ist halt die Frage, ob wir jetzt den Hyliasee erkunden. Ach, guck mal, der ist jetzt auch unten rechts auf der Karte abgebildet. Eigentlich wollten wir den nicht erkunden, ne? Wir wollen ja jetzt. Oder es geht vielleicht sogar hier lang. Wir gucken mal gerade, was in der Flasche ist. Items? Flasche mit einem Brief. Gucken wir mal, was da drin steht. Was haben wir denn da? Flaschenpost. Nanu? Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bau von Lord Jabu Jabu gefangen. Ruto. PS, verrate bitte meinem Papi nichts. Aha. Ja, man musste also hier hin, um diesen Brief zu finden, damit wir dem König Zora den Brief zeigen können und eine Audienz kriegen. Wetten, so wird es sein. Und dann müssen wir Lord Jabu Jabu töten und sie aus dem Bauch befreien oder so. Wie war das noch? Oder nee, wir müssen in den Bauch rein? Oh Leute, das kann spannend werden. Ich glaube, wir müssen da sogar rein. Oder ist das nicht so ein riesiger Wal? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Was passiert denn jetzt? Was hier passiert, damit es auch spannend bleibt, richtiger Cliffhanger, sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.